Los geht's mit dem Fortuna Talk, präsentiert von SD Service Druck, dem Druckspezialisten aus Neuss. Der Merkur Spielarena. Die Fortuna unterliegt dem FC Schalke 04 mit 0:2. Wir wollen über das Spiel sprechen, so ein bisschen aufarbeiten. Ich freue mich sehr. Bitte begrüße mit mir Kahn Eihahn und Michael Rensing. Ich freue mich über die Interviewpartner. Wir freuen uns natürlich nicht über diese Niederlage. Es war wieder eine gute erste Halbzeit, leider kein Tor geschossen. Es war so ein bisschen Leverkusen reloaded, hatte ich das Gefühl. Benito mit der Chance direkt am Anfang des Spiels. Sind das so die Schlüsselszenen des Spiels schon gewesen? Ja, gegen Leverkusen, glaube ich, waren wir in der ersten Halbzeit dominanter. Heute war das nicht so dominant, denke ich, in der ersten Halbzeit, beziehungsweise nicht so mit den Anzahl der klaren Torchancen. Aber klar, wir haben mit Benito eine fast 1000-prozentige und ja, wie in den letzten Wochen eigentlich auch, müssen wir uns vorwerfen, dass wir da nicht 1:0 in Führung gehen. Gestalten die erste Halbzeit, ich denke, auf Augenhöhe, wollen auch so in die zweite Halbzeit raus und ja, innerhalb von 6 Minuten kriegen wir dann 2 Dinger und ja, dann ist das Spiel eigentlich schon vorbei, weil Schalke mit der Defensive ja, dann auch nicht mehr viel zulässt und ja, ich glaube, Schlüsselszene auf jeden Fall, wobei Schlüsselszene dem Benito will ich gar nicht so einen Vorwurf machen, aber ja, in der Summe jetzt aus den letzten Wochen ist das dann doch schon viel, aber ich glaube, eine Schlüsselszene bzw. eine Schlüsselphase ist eben auch ja, die 10 Minuten nach der Halbzeit. Klar, Schlüsselszene. In dem Fall war es jetzt so gemeint, gehen wir in Führung, geht das Spiel vielleicht in eine ganz andere Richtung. Klar, man hat natürlich noch genug Zeit gehabt, das Spiel dann auch für sich zu entscheiden. Michael, wir hören natürlich immer wieder, und das ist natürlich das Positive, was wir mitnehmen aus den Spielen, ja, dass wir mithalten können, dass wir auch gegen die guten Gegner tolle Spiele abgeliefert haben. Aber nervt das so langsam so ein bisschen, wenn man sich das immer wieder anhören kann, weil am Ende kommen dann trotzdem keine Punkte bei rum? Ja, also ich fand erstmal die Analyse von Kahn ganz gut. Wir waren definitiv auf Augenhöhe auch heute mit Schalke in der ersten Halbzeit. Und natürlich, man kann nie jemandem einen Vorwurf machen, wenn man mal eine Chance nicht reinmacht. Aber es hat sich jetzt wirklich summiert in den letzten Wochen, dass wir ja, einfach unsere Torchancen vorne nicht machen. Und ich denke auch, wenn man natürlich jetzt hier in Führung geht und dann so gut wie wir normalerweise verteidigen, spielt uns das in die Karten und dann wird es möglicherweise auch ein anderes Spiel. Und ja, so ist es einfach ärgerlich, dass wir dann kurz nach der Halbzeit in so kurzer Zeit dann halt 2 Gegentore kriegen. Und wie Kahn sagte, ist halt dann mit der Defensive von Schalke natürlich schwierig, dann nochmal zurückzukommen. Kahn, im Vorfeld wurde es ja, mehrfach thematisiert, deine Vergangenheit, dass du in der Jugend bei Schalke gespielt hast. Gemeinsam mit Marcel Sobotka gibt es ja auch schöne Bilder aus der Jugend irgendwo. Ja, eine interessante, eine lustige Konstellation. Kann man das ganz ausblenden oder bleibt das nach wie vor natürlich ein besonderes Spiel, wo man vielleicht auch einen Ticken nervöser reingeht? Ja, am Anfang holt einen so ein bisschen die Vergangenheit natürlich ein, weil man ein paar alte Bekannte trifft, aber ja, spätestens mit Abpfiff eigentlich, mit Anpfiff war das eigentlich ja, relativ unspektakulär, zumindest was die Emotionen für mich anging, aber ja, so im Nachhinein, ich kann jetzt einen Haken hintersetzen, ich habe das erste Mal gegen Schalke gespielt und ja, leider nur nicht mit dem Ergebnis, was ich mir gewünscht hätte. Und für Michael Rensing, ja, ging es jetzt auch wieder in die Bundesliga zurück. Natürlich auch ein ganz besonderes Momentum, glaube ich, jetzt. So Spiele, die genießt man selbstverständlich. Es war, glaube ich, eine der ganz, ganz spannenden Fragen vor der Saison. Wer wird die Nummer 1? Du hast das Rennen gemacht. Jetzt bist du zurück in der Bundesliga. Das fühlt sich, glaube ich, richtig gut an, oder? Ja, ich glaube, das ist für uns alle was Besonderes, nach 5 Jahren Abstinenz wieder in der ersten Liga zu sein. Für mich persönlich natürlich auch. Das ist das Größte, was man als Fußballer haben kann, erleben kann. Und man muss einfach sagen, dass erste Liga was ganz Besonderes ist. Es ist einfach geil, auch heute, wenn das Stadion ausverkauft ist, hat richtig Bock gemacht. Und ich bin da dankbar für und ich genieße es auch, jedes Spiel hier zu spielen. Und klar, so abgerundet hätte den Tag heute ja, 1 Punkt oder 3 Punkte. Ja, ist dann die nächsten Wochen hoffentlich dann an der Reihe, ne?
Gefeiert haben heute andere, das stimmt leider. Aber wenn wir schon über die Stimmung sprechen oder auch über das ausverkaufte Stadion, müssen wir natürlich über die Choreografie sprechen. Sind das Gänsehautmomente auch für euch? Nehmt ihr das so bewusst wahr? Ja, definitiv. Also wenn du aufs Spielfeld kommst, ist es ausverkauft, dann siehst du diese Choreo. Ist schon Gänsehaut, was Besonderes, ja. Die nächsten Gänsehautmomente gibt es für Kahn Eiern vielleicht in der Nationalmannschaft. Denn wie geht es jetzt weiter? Mit Bosnien und Russland. Auswärts oder zu Hause? Bosnien zu Hause, glaube ich, und Russland auswärts. Das ist auch das Leben eines Profis, dass man erst mal überlegen muss, spielen wir zu Hause, das organisieren andere für euch. 15 Länderspiele hast du bisher gemacht. Das ist natürlich auch dadurch, dass du zurück bist in der Bundesliga, ganz anderer Fokus, auch, ja, dass der Bundestrainer gar nicht an dir vorbeikommt. Ja, auch wenn man hier und da gerne mal eine Pause hätte, aber ich glaube, das ist einfach in der höchsten Spielklasse auf europäischer Ebene. Ist das ein Privileg auf jeden Fall, was wir Fußballer miterleben dürfen. Und da geht es dann halt relativ fix von Spiel zu Spiel. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt auch ein bisschen abzuschalten. Wie gesagt, die Ergebnisse jetzt zuletzt bei der Fortuna waren nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir es vielleicht auch verdient haben. Deswegen, ich versuche das Beste draus zu machen, hoffentlich mit positiven Ergebnissen aus der Türkei zurückzukommen und dann wieder spätestens gegen Frankfurt Vollgas zu geben. Verletzt dich schon mal nicht, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste an dieser Stelle. Er sagt, man nimmt auch gerne mal die Auszeit entgegen. Länderspielpause, fragt man immer so gerne, kommt die zur richtigen Zeit? Da kann man jetzt spekulieren, wenn man jetzt zuletzt verloren hat, kann man vielleicht noch ein bisschen was umstellen. Ich frage mal anders, woran werdet ihr in den nächsten Tagen sicherlich arbeiten vermehrt? Woran wir arbeiten werden. Also wie werdet ihr die Länderspielpause nutzen? Ganz normal wie sonst auch, werden trainieren. Ich meine, die Länderspielpause ist angesetzt, wenn sie angesetzt ist, können wir eh nicht ändern, ob wir vorher gewinnen oder verlieren. Und wie nach jedem anderen Spiel auch, werden wir das Spiel analysieren, was gut war, was weniger gut war. Und dann werden wir die Woche, denke ich, nutzen, um gut, vernünftig zu trainieren. Ja, und dann können wir am Wochenende, denke ich mal, zumindest ist da ja kein Pflichtspiel, da mal ein bisschen entspannt runterkommen und dann mit vollem Elan das nächste Spiel die Woche drauf anzugehen. Das klingt auf jeden Fall alles noch ziemlich positiv. Ihr wisst, was ihr könnt. Wir müssen uns auch keine Sorgen machen, dass Unruhe jetzt reinkommt oder sonst was. Wenn überhaupt, wird die Unruhe von außen reingetragen. Wir haben schon vor der Saison darüber gesprochen und gewusst, dass natürlich irgendwann möglicherweise der Zeitpunkt kommen wird, wo wir das ein oder andere Spiel vielleicht auch hintereinander dann mal verlieren werden. Wichtig ist für uns zu sehen, ich denke in jedem Spiel, wenn man jetzt mal die Leistung in Nürnberg ein bisschen ausklammert, aber auch gegen die großen Vereine, dass wir nicht nur mithalten konnten, sondern auch gewinnen konnten oder gewonnen haben. Nur müssen wir jetzt dann wirklich mal auf vorne unsere Chancen nutzen und dann werden wir auch Punkte holen und dann werden wir auch mit breiterer Brust hier sitzen und mit einem Lächeln. Aber wir dürfen da jetzt nicht unruhig werden. Dafür sind sicherlich auch, sind wir innerhalb der Mannschaft zuständig, dass wir da die Stimmung oben halten und dass wir da weiter guter Dinge sind. Vielleicht nochmal 1-2% im Training oben drauf packen, um das in Anführungszeichen, wie man so schön sagt, zu erzwingen. Aber trotzdem auch nicht die Lockerheit verlieren, denn ich denke, wir waren jetzt in den meisten Spielen über weite Strecken wirklich auf Augenhöhe und haben sogar auch ein paar Punkte liegen lassen. Und mit dem Bewusstsein und dem unbedingten Siegeswillen werden wir auch dann in den nächsten Wochen Punkte holen. Also so fassen wir das Ganze schon mal positiv zusammen und damit geht es dann rein in diese Länderspielpause. 19.10. nächste Auswärtsaufgabe bei Eintracht Frankfurt. Wiedersehen tun wir uns hier dann am 27. Oktober gegen Wolfsburg. Und ja, am Donnerstag kommt vielleicht auch zur richtigen Zeit, um nochmal den Kopf frei zu schießen. Gibt es noch das Testspiel beim VfB Hilden. Vielleicht sieht man ja dann auch den einen oder anderen. Kahn, dir alles Gute. Toi, toi, toi. Viel Erfolg bei der Nationalmannschaft. Wie gesagt, komm gesund wieder und euch die Ruhe, die ihr braucht, um das Ganze aufzuarbeiten, um sich dann für die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Ja, vielen Dank, das soll er gewesen sein, unser kleiner VIP-Talk hier im Platinum-Club der Merkur-Spielarena. Das Ganze natürlich dann auch in den nächsten Tagen live auf dem Fortuna-YouTube-Kanal.